Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Minecraft. Und zwar habe ich mir in Minecraft eine Mod installiert, die schon recht alt ist und eigentlich auch schon bekannt ist. Aber sie heißt Too Much TNT Mod. Ich spiele diese Mod auf der Minecraft Version 1.8. Weil für die neueren Versionen gibt es diese Mod, glaube ich, nicht. Wir nehmen den Kreativmodus und starten die Welt. Also in dieser Too Much TNT Mod werden neue TNTs hinzugefügt. Also ihr kennt ja bestimmt alle dieses recht normale TNT. Das haben wir hier. So. Zünden das mal an. Ja, das sollte eigentlich jeder von euch kennen, der Minecraft spielt, sollte das kennen. Aber es gibt jetzt in dieser Mod neue TNTs, und zwar stärkere TNTs, die verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, das sind halt einfach alle die neuesten TNTs. Hier haben wir auch noch Dynamitstangen, die werden wir vielleicht in einem nächsten Video testen. Und dann gibt es hier noch TNTs in einer weiteren Kategorie, die etwas stärker sind. Vor allen Dingen dieses TNT ist richtig stark. Aber ja, ich würde sagen, das packen wir mal weg. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal diese TNTs. Also ich werde natürlich heute in diesem Video alle TNTs ausprobieren. Also es wird heute ein längeres Video, außer die Dynamitstangen. Die testen wir vielleicht in einem anderen Video. Aber, oh, jetzt habe ich... Ah, warte, wir machen es nochmal. Ich komme immer durcheinander bei sowas. Also, diese TNTs haben verschiedene Stärken. Also wir haben das 5er TNT, das 20er TNT, das 100er. Und bitte wundert euch nicht, wenn ich mal ab und zu den Namen von diesem TNT falsch ausspreche, weil ja. Auf jeden Fall, ich werde alle TNTs, habe ich ja eben gerade gesagt, alle TNTs ausprobieren. Aber ja, alle TNTs passen halt nicht in mein Inventar und auch hier passen sie nicht alle rein. Deswegen ja, alles nacheinander. So, dann haben wir jetzt hier das 5er TNT. Ich würde mal sagen, das testen wir mal hier aus. Und wie der Name schon sagt, denke ich mal, das TNT ist 5-mal so stark wie das normale TNT. Und ja, ich habe recht, das TNT ist schon stark. Ja, das war das 5er TNT. Jetzt kommt das 20er TNT. Ich werde das alles etwas schneller machen, weil das Video soll nicht allzu lang sein. So, ah, guck mal, hier haben wir eine freie Landschaft, das ist gut. So, warte mal. Oh Mann, ich kann immer... So, jetzt. Wir testen das TNT einfach mal hier. Das 20er TNT. Okay, da ist die 10 lange. Und ja, das ist deutlich stärker. Jetzt das 100er TNT. Das ist richtig stark. Aber das 500er TNT ist noch stärker. So, 100er TNT. Na gucken. So, das dauert wieder etwas länger, weil man mehr Zeit hat, wegzurennen, weil das so... Okay, es leckt. Ich hab einen Knall gehört. Und ja, das ist richtig stark. Also, ja, TNT. 500er TNT. Ich würde sagen, dass... wollen wir das in einen Berg setzen? Nee, komm, wir setzen es einfach hier hin. So. Okay, das ist richtig. Ja, ich glaube, die ganzen Bäume werden jetzt alle weg sein. Okay. Okay, es leckt, es leckt. Es leckt, es leckt. Ja, ich habe einen Knall gehört und... ja, ich wusste. Oh, oh, oh. Was? Digga, das ist ja. Oh, oh mein Gott. Okay, hier sind Erze. Nice. Digga, das ist schon heftig. Ja, das war das 500er TNT. Jetzt das Meteor TNT. Oh mein Gott, sogar hier ist alles weggefetzt. Meteor TNT. Das Doofe in dieser 1.8-Version ist, man muss immer... Warte. So, jetzt kann ich auch, jetzt kann ich schneller fliegen. Ich habe ja in meinem letzten Video schon alle TNTs auf einmal angezündet. So, das Meteor-TNT setzen wir mal hier hin. Mal gucken, was das macht. Okay, das verschwindet. Ja! Oh. Ja, das setzt einen richtigen Meteorit rein. Oh, was? Lol. So,
Flat TNT. Wir setzen das mal hier ganz oben auf den Berg. Und das Doofe bei dieser 1.8 Version ist, dass man immer, wenn man fliegt im Kreativmodus, kann man erst schneller fliegen, wenn man auch... Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, lass mich mal hier hoch. Ah, doch, da ist ein guter Platz. Da setzen wir es hin. So, mal gucken. Okay, ich frag mich, was... Hä? Okay, das... Ich denke mal, das TNT ist einfach nur dazu da, dass es in die Luft geht, aber keinen Schaden macht. Oder? Oder... da liege ich, glaube ich, falsch. Na gut, das war das Flat-TNT. Das ist ein komisches TNT. Mining-Flat-TNT. Ah, okay, und das setzt Fackel. Ach, ich weiß, was das Flat-TNT macht. Das Flat-TNT macht eine gerade Fläche. Warte, da. Komm mal her, Flat-TNT. So, warte mal. Ich setze das Flat-TNT mal so in den Wald. Und das Mining-Flat-TNT macht Fackeln hin, oder? So, hier Flat-TNT. Ja, das setzt eine freie Fläche und Mining-Flat-TNT setzt... Ich warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Das wäre jetzt richtig lost. Ja, alles gut, ich nehme auf, okay. Das setzt dann anscheinend Fackeln, ne? Ja, das setzt Fackeln. Okay, gut, dann das war das Flat-TNT und das war's Mining-TNT. So, Kompakt-TNT. Ich spreche die Namen manchmal falsch aus, wundert euch nicht. Warum habe ich jetzt Samen in meinem Inventar? Ah ja, weil da überall Samen liegen. Hm, ist logisch. So, mal gucken, was das macht. Das sieht aus, das hat den Look nach den ganz normalen TNT. Ah, okay, und das setzt einfach mehrere TNTs. Die jetzt gleich alle. Ja. Okay, alles klar. So, dann hätten wir das auch. Jetzt kommen die nächsten TNTs. Bei diesem waren wir jetzt hier. Haus-TNT. Das TNT, das, das. Okay, jetzt habe ich... Warte, ich war bei dem, dann das, 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 das. Ja, okay. Haus-TNT. Mmh, wie der Name sagt, ich denke mal, das setzt ein Haus. Aber so sicher bin ich mir nicht. Mein Gott, ist das scheiße, dass wir hier in so einem Wald gespawnt sind. Ich würde mal sagen, wir sitzen das mal hier hin. Ja, das setzt, glaube ich, ein Haus, oder? Ja, das setzt ein Haus. Und wir haben auch verschiedene davon. Das haben wir noch. Und das haben wir noch. Hm. Lol. Okay, das setzt Häuser. Ja. Okay, wir haben jetzt hier das andere Haus noch. Also, wenn man zu faul ist, ein Haus zu bauen, einfach dieses TNT verwenden, ne? Warum nicht? Hier haben wir noch so ein Steinhaus. Ja. Alles klar. Okay. Also, das waren diese drei TNTs. Feuer-TNT, wie der Name vermutet, wie der Name sagt, setzt das Feuer, so gehe ich mal davon aus. Mhm. Ja, es setzt Feuer. Das kann man gut in einem Wald platzieren, weil dann brennen alle Bäume ab. okay, jetzt leckt es ein bisschen. So, das war das Feuer-TNT. Snow-TNT, das setzt Schnee. Denke ich mal, wie es der Name sagt. Ja, alles von Schnee. Okay. Ozean-TNT. Die Namen verraten es immer. Das ist jetzt, glaube ich, ein Ozean. Also das ist jetzt ein Haufen Wasser.
Okay, warte mal, dann setzen wir das mal hier hin. Okay, ich finde es auch geil, wie das hier so prickelt, so. Ja, ist jetzt ein Ozean mit so Quallen, okay. Alles klar. Hellfeuer-TNT. Also Höllenfeuer-TNT. Okay. Ich denke mal, das jetzt ein bisschen netter irgendwie so. Digga! Lass mich mal hier weg! Nein, ich kann nicht mehr fliegen! Was ist das denn jetzt für eine Abzug? Lass mich raus hier so. Digga, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, Alter, okay. So, das war das Höllenfeuer. TNT nicht nochmal, bitte. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ja, ihr seht es. So, dieses TNT. Was macht das? Was macht dieses TNT? Ach, das macht Qualm. Ah, okay, nice. So, dann haben wir dieses TNT. Ja, das hatten wir. Dann Ender-TNT. Nuklear-TNT. Oh, das wird geil. Digging-TNT. Drilling-TNT. Ghost-TNT. Mutti, das. So. Okay, es wird auch schon dunkel. Das ist gut, weil dann können wir diese TNTs an Mobs ausprobieren, also an Gegner. Ich hoffe mal, hier spawnen jetzt gleich irgendwelche Gegner. Ja, da ist schon eine Spinne, da ist ein Enderman. Ja, oh mein Gott, ja. Also in den neuesten Versionen, wie bei der 1.18 oder so, da habe ich es immer öfters erlebt, dass nicht so viele Mobs auf einem Haufen spawnen, aber das ist ja hier jetzt die 1.8 Version, weil für die neuesten Versionen gibt es, glaube ich, diese Mod hier gar nicht mehr. So, Flint, nee, wer ist es? Ender TNT. Ach, das setzt. Was setzt das? What the fuck? Oh, ein Dorf! Ey, das ist gut. Das ist gut, dass jetzt hier ein Dorf ist. Also dieses TNT schubst einen weg, oder wie? Okay. Okay, Nuklear-TNT. Ich würde sagen, das setzen wir hier in dieses Dorf. Oh mein Gott, das wird jetzt so geil. So, dann machen wir hier. Hier kommt ein paar Hai. Hier kommt ein kleiner. Heute ist nämlich dein Geburtstag, deswegen hier in dein Geschenk, lieber Dorfbewohner. Oh Scheiße, was passiert jetzt? Okay, was zum. Was? Das ganze Dorf ist kaputt. Oh mein Gott. Ey, das ist geil. So, Digging TNT. Ich denke mal, dass. Das setzt irgendwie. Was? Wir haben jetzt irgendein. Poison, okay. Was macht es? Ach, das setzt einfach so ein gerades Loch nach unten mit Wasser. Dann denke ich mal, dass. Digging TNT setzt ein größeres Loch einfach nach unten. Denke ich mal. So, das war das, ja. Ja, es war klar. Ja, okay, gut. Dann das war das Ding. Digging TNT. So, Ghost TNT. Sogar hier oben noch alles weggefetzt. Oha. Arme Dorf. Ich wusste nicht, dass es schon alles so kaputt geht. Ich dachte, ich wollte noch mehrere TNTs da ausprobieren. Okay, was macht dieses TNT? Okay. Multiply TNT. Okay. Ja, liebe Spinne, bleib mal stehen. Ich hab was für dich. Bleib mal stehen, okay? Danke. Liebe Spinne. Als ob die Spinne das einfach überlebt hat. Okay. Cubic TNT. Cubic TNT. So, setzen wir das mal. Ah, okay, und das ist jetzt so ein Quadrat. Ja, gut. Okay. Eubic TNT.
Also ich muss sagen, diese Mod Tumachinti ist wirklich geil. Ich muss auch sagen, diese Mod habe ich von Likopa. Die meisten sollten den Likopa eigentlich kennen. Von denen habe ich diese Mod. Und diese Mod, ne, ist so geil. Oha! Was ist das denn? Super, das TNT ist geil. Okay, das ist geil. So, Aerobic TNT hatten wir. So. Wir waren bei das Aerobic TNT hatten wir denn das. Animal TNT, okay. Savage. So. Dann sitzen wir das mal. Okay, das setzt. Ah, das. Das klebt sich so nach unten, okay. Deswegen auch Chemikal. Achso, deswegen Chemikal, okay. Fluting TNT, lass mich raten, das setzt irgendwie so eine Wasserflut oder so. Okay, das fliegt in die Luft. Explodiert das jetzt so in der Luft oder was ist das? Oh, Eieiei, Also diese TNTs liebe ich einfach, diese, die so viel einfach wegfetzen, so. So, Freeze TNT. Okay. Freeze bedeutet ja, erstarren oder irgendwie so einfrieren oder so. Ah ja, das setzt Eis, okay. Ja, okay. Timer TNT. Lass mich raten, dieses TNT setzt, wenn es jetzt dunkel ist, Tag. Und wenn es Tag ist, setzt es Nacht. Oh, was hab ich hier? Und der irgendwie. Okay, anscheinend passiert nichts. Und was hat jetzt dieses TNT gemacht? Das heißt Timer TNT. Ach, okay, ich habe einfach nicht. Reaction TNT. Wir setzen das mal hier oben auf den Hügel. Komm, ja. Nee, obwohl, wenn das so heftig ist, dann. Nee, komm, wir setzen es hier hin. Animal TNT, lass mich raten, das setzt richtig viele Tiere, Mobs und alles. Weil, so genau, weil, ich habe natürlich, habe ich ja eben gerade gesagt, diese Mod habe ich von Likopa und ich habe natürlich auch, Likopa hat ja mal über diese Mod ein Video gemacht und ich habe mir das Video natürlich angeschaut. Aber das war lange her und deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, was diese ganzen TNTs machen. Aber dann irgendwann habe ich mir gesagt, ja komm, lade diese Mod auch runter. So, was macht das? Ich denke mal, das setzt viele. Ja. Okay. Sandfire TNT. Lass mich raten, da kommt so ein Sandfire. Ja, es setzt sehr viel Sand. Okay. Fluting Island TNT. Setzen wir das einfach mal hier hin. Was macht bitte ein Villager-Zombie hier? Ist hier etwa irgendwo ein Village oder warum ist der hier? Ah, okay. Au! Als ob. Das setzt irgendwie so Sachen in die Luft. Ja, das ist nice. So, Fluting Island TNT hatten wir. Fluting Freeze. Reaction Animal Fluid. In Island hatten wir so dann TNT, das. Dann hätten wir jetzt eigentlich auch alle, aber das Video ist natürlich noch nicht vorbei, denn ich will ja noch die heftigen hier testen. Also, wir waren bei denen. Oh, ja, gut, okay.
TNT Firework. Ich würde sagen, das setzen wir hier in diesem Wald. Warte. So. Ich finde es schade, dass es diese Too Much TNT Mod nicht mehr für diese neuesten Versionen gibt. Also ich habe auf jeden Fall nichts gefunden für die neuesten Versionen dieser Mod hier. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber hier, oh mein Gott! Digga, was zur Hölle? Okay, das war TNT Firework. Gravity TNT. Wo setzen wir das? Mal hier oben auf dem Berg, komm. Okay, was macht dieses TNT? Warte mal. Ich habe da jetzt so eine lustige Idee, was wir machen können. Das TNT zieht einen quasi ran und sprengt einen dann in die Luft. Jetzt habe ich eine richtig geile Idee, was wir machen könnten. Und zwar, wo war dieses Animal TNT? Hier. Wir setzen jetzt richtig viele Tiere. Das hat auch Lekopa gemacht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Richtig viele Tiere. Und dann setzen wir so ein... Kommt mal alle her. Bitte verbrennt mich. Danke. Jetzt schnell weg, bevor ich mitgezogen werde. Oh mein Gott, das wird jetzt so geil. Guckt euch das an. Das ist ja mal geil. Okay. Animal TNT und Gravity TNT hatten wir. So, Meteor Shower TNT. Setzen wir mal hier hin. Okay, das verschwindet, alles klar. Was zum A? Ach, deswegen auch Meteor. Okay, und deswegen auch Meteor Shower. Okay, deswegen, ja. Weil das setzt hier so. Ja, okay, ihr wisst schon, was ich meine. So. Wie ist das Spiral-TNT? Was macht dieses TNT wohl? Hoffentlich ist das wieder so ein krasses, weil ich will mal so eins, das wieder so ein richtiges Loch. Okay. Das wieder so ein richtiges Loch gesetzt. Ja, das war auch nicht so krass. So, den Namen kann ich nicht aussprechen. Setzen wir das mal hin. Mal gucken. Und das, ach, das setzt Bäume. Okay, nice. Das setzt Bäume. Invited TNT oder wie das heißt. Das ist halt quasi ein TNT, was falsch rum ist. Lass mich raten, das zerstört keine Blöcke, sondern setzt welche. Weil ein normales TNT zerstört ja Blöcke, aber weil das ja falsch rum ist, denke ich mal, dass... Oh, jetzt habe ich es abgebaut, lol. Dann denke ich mal, das setzt Blöcke. Denke ich mal. Okay, und... Oh! Und meine Vermutung war tatsächlich nicht falsch. Nur das doofe, ich bin jetzt hier eingesperrt. Nee, doch nicht. Meine Vermutung war nicht falsch. Das setzt tatsächlich Blöcke, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh mein Gott, okay. Das Spiral-TNT, Spiral-TNT, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Okay. Mal gucken. Oh. Okay, ja, das ist so ein riesen fettes Loch. Das ist so ein geiles TNT. Solche TNTs mag ich. Around TNT. Warum schwebt da einfach so eine Ebene? Oh, mal gucken, was das macht. Ach, das setzt so Pfeile. Ja, das ist auch nice. So, das hätten wir. Invented Around. So, dann noch diese hier. Und ich muss sagen, das hier, diese Platte da und diese Erze, das sind keine TNTs, das sind halt einfach nur Blöcke. Ja, also die kann man irgendwie nicht sprengen. Also als ich sie ausprobiert habe, konnte man nicht. So, was macht man? Oh! Das ist jetzt Blitzen. Custom TNT. Okay, das hat so eine geile Farbe irgendwie. Also ein geiles Design.
Ah, und das setzt Feuer und macht Sachen kaputt. Ja, okay. Easter Egg. Okay. Das setzt diese Kürbisse. Okay. Also ich kann da nochmal testen, hier diese Dinger hier. Das sind glaube ich einfach nur so. Wie nennt man einfach nur so Sachen? Also ich konnte sie auf jeden Fall nicht anzünden und dann benutzen, wenn ich das hier. Da passiert nichts. Ah, jetzt habe ich ein Poison, was ist das? Also da passiert nichts, oder hier? Kann ich nicht irgendwie anzünden, geht nicht. Kann ich hier. Oh, das kann ich auch nicht anzünden, oder? Ne, geht nicht, okay. Dann hätten wir das. Jetzt kommen wir zu den krassesten TNT. Diese Dynamitstangen, die wir haben, die werden wir im nächsten Video mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu diesen krassen. Die sind aber wirklich krass. Ich muss gestehen, ich habe die vor diesem Video schon mal getestet. Aber ehrlich, die sind richtig krass. Also einige davon sind krass. Es gibt natürlich wieder welche, die ich nicht so feiere. Aber es gibt schon davon welche, die krass sind. Das Ding ist, in meinem letzten Video habe ich ja alle TNTs aufeinander gestapelt und die alle angezündet. Das müsst ihr unbedingt gesehen haben. Das war richtig geil. Da kam so ein richtig fettes Loch. So, mal gucken. Ja. Es leckt, also es passiert noch nichts. Ja, jetzt. Und das setzt einfach so ein richtiges, eine richtige Landschaft. Falls man eine Landschaft braucht, wo man etwas bauen will, ist dieses TNT am besten, weil das ist jetzt einfach einen flatten Boden. Mein Kippenmark, oder wie das heißt, weiß ich nicht. Das setzen wir mal. Ach. Und ich glaube, das war dieses TNT, was so ein Haus setzt, oder? Ja, ich glaube schon. Weil ich habe ja vom Video die schon gesehen. Das setzt so ein richtig fettes Haus. Das ist wirklich geil. Das kann man auch wirklich Haus nennen, nicht so wie diese anderen TNTs da. Das ist wirklich ein geiles Haus. So mit zwei Etagen und alles. Echt nice. So. Das war das. Oh, jetzt ist er schon vorne da. So, was haben wir hier? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wir setzen es einfach mal. Oh! Warum. Wie wird das jetzt? Ach, das war dieses TNT, was. Glaube ich. Ja, das setzt so ein. So ein Ozean. Ja, so ein Fluss. Und jetzt regnet das auf einmal, okay. So, nächstes TNT. Mann, kann dieser scheiß Regen. Das nervt mich. Dieser Regen ist scheiße. Oh nee, was los? Das kommt wieder rein. Ach, das ist jetzt wieder hier. Nether. Lass mich hier rein. Warum downloadet das? Ich war doch schon ganz auf dem Nether. Ja, das ist das Nether. Oh, Digga, das ist viel zu gruselig, Kappa. Lass mich raus! Also, das war dieses TNT. Mann, ich hasse diese Gegner. Vor allen Dingen, wie diese Geräusche, Alter. Es ist so billig, also nervig einfach. Och Mann, man hört sie noch bis 10 Kilometer weg. Weit weg hört man sie noch. Oh, lass mich weg. Lass mich weg. So, dann setzen wir mal dieses TNT. Ich habe irgendwie keinen Bock auf die Nacht, aber gut. Nicht wegen den Gegnern, ne? Aber trotzdem. Gucken, was ist. Ah, das setzt. Warum ist jetzt auf einmal Tag? Hä? Okay, das ist jetzt einfach diese Holzding. Aber warum ist es jetzt Tag? Der Hell? Was ist das? Wer ist das? Okay. Ah, das ist jetzt so ein riesiges fettes Loch. Ja, das ist eigentlich ein gutes, cooles DND. Wir können ja mal was versuchen. Ich setze jetzt hier noch eins. Mal gucken, ob das. Ja,
Okay, das ist geil. So, das hätten wir. Pompeii heißt es, glaube ich. Wir setzen es mal hier an den Creeper. Aha. Boah, okay, ja. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. Das Ding ist eigentlich. Warte mal, ich warte kurz. Das. Och man, kann's mal aufhören. Dieses TNT ist auf jeden Fall mein Favorit, aber ich habe eigentlich mehrere Favoriten. Also ich könnte jetzt irgendwie nicht sagen, was meine Nummer 1 ist. Das könnte ich irgendwie nicht sagen. Es gibt viele. Also das ist auf jeden Fall eines meiner Favoriten. Aber ja, okay, es leckt schon richtig. So, setzen wir mal das. Okay, es leckt. Die Tiere bewegen. Nichts bewegt sich mehr. Nur ich kann mich bewegen. Oh mein Gott! Das setzt also ein Stück von der Erde, so ein Klumpen nach oben. Okay, das ist geil. Dann lass uns mal. Warte, das hätten wir. Lass uns mal. Warte, wie ist das? Okay. Das hätten wir. Also, ja, da waren wir. Okay. Dann kommen wir zu den letzten drei TNTs. Die werden wir hier oben ausprobieren. Let's go. Und im nächsten Video werde ich diese Dynamitstange. Oha. Ah ja, das kommt ja nicht mehr. Das ist auch ein geiles TNT, muss ich sagen. Was ich sagen wollte, morgen oder wann das nächste Video halt kommt, da werde ich halt diese Dynamitstange ausprobieren. So, Global Distance, oder wie das heißt. Tut mir leid, ich kann kein Englisch. So, setzen wir das mal hier hin. Was macht dieses TNT nur? Das. Oh mein Gott, okay. Das ist auf jeden Fall auch ein Favorit von mir. Oha. Das ist geil. Dieses TNT, ja, Favorit. Also eines der Favoriten, ich habe ja mehrere. Das ist eigentlich auch gut zu meinen. Also einfach schnell dieses TNT setzen, in Überleben-Modus schnell abhauen, weil man hat eine gewissere Zeit und dann schnell kann man die eigentlich meinen. Weil hier sehe ich schon Golderz, Eisenerz. Wie heißt es nochmal? Pislazuli? Nee, Lapislazuli, genau. Pislazuli, mein Gott. Sehr viel Kohlenerz sehe ich hier, also das ist eigentlich gut. Kann man machen. Also das war. Das hatten wir doch eben gerade, oder? Bin ich dumm? Hatten wir das gerade? Glaube nicht. Na gut, dann setzen wir das jetzt da. Okay, das verschwindet. Was macht dieses TNT nur? Okay, was? Oh mein Gott, das ist jetzt so richtig mit dem Meteoritenschauer. Okay. Das ist auch ein geiles TNT. Naja, dann. Dann war es das auf jeden Fall mit dem Video. Okay, es explodiert immer noch. Im nächsten Video werde ich diese Dynamitstangen ausprobieren. Oh mein Gott! Okay. Favorit. Dann, ja, im nächsten Video werden wir diese Dynamitstangen ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist ein etwas längeres Video. Und ja, ich weiß, diese Too Much TNT Mod kennen die meisten schon, denn die gibt es schon sehr lange. Und ja, ich wollte es halt einfach mal trotzdem testen, weil ich habe sie mir, glaube ich, gestern runtergeladen, habe ich sie schon mal ein kleines bisschen ausprobiert. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert gerne. Und ja, ciao.